weil sie einfach wissen, ich habe keine 4,5 Stunden Zeit und auch gar keine Lust, das zu tun. Aber mit 30 Minuten Wirbelsäulengymnastik, ein bisschen Training, kann ich unglaublich viel erreichen bei dieser Zielgruppe. Und das wäre mir wichtig, wenn wir das irgendwie veröffentlichen können, wenn das mehr Leute erfahren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ein Truck für Bewegung und Gesundheit. Darüber spreche ich heute im neuen Business Talk Podcast mit einem langjährigen Freund von mir, nämlich mit Dr. Christoph Jolk. Christoph Jolk ist Sporttherapeut, er ist Diplom-Sportlehrer und er ist auch Gesellschafter bzw. Geschäftsführer der GEKO GmbH, mit dem oder mit der er sich einen, ja, kann schon sagen, einen langjährigen Traum erfüllt hat, nämlich das Thema Bewegung kommt an. Christoph hat sich sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, hat sehr lange stationär gearbeitet, also stationär mit Patienten tatsächlich sich auseinandergesetzt in der Rehabilitation und in der Bewegungstherapie. Darüber hinaus war ihm aber immer wichtig, wie kann ich denn Sport und Bewegung in meinen Alltag integrieren? Und das ist ihm selbst auch nicht immer leicht gefallen, wie er das selber auch beschreibt und sagt, weil Familie, Beruf und eben das alltägliche Leben nicht immer zulässt, dass man auch noch Zeit genug für Sport und Bewegung haben kann, die aber so wichtig ist für unser Wohlbefinden und für die Gesundheit. Christoph hat ein Konzept entwickelt mit GEKO, in dem könnte man fast schon sagen, wo es darum geht, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg eben zum Propheten. Er bringt ein mobiles Gesundheitsstudio, ein Fitnessstudio an die Arbeitsplätze, an große Firmen und schafft mit der Aussage 30 Minuten Training in der Woche reichen aus, um den Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen und um ganz, ganz viel Prävention für die Gesundheit zu betreiben. Darüber spreche ich heute mit Christoph im Business Talk Podcast über GEKO, über das Konzept, über den Truck für die Gesundheit, wie er das etabliert hat, mit welchen Krankenkassen arbeitet er und was seine eigentliche Mission dahinter ist. Freut euch drauf. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darauf gefreut. Wir haben sehr lange gebraucht für den Anlauf, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Und für jeden Arzt, für jeden Mediziner ist deshalb was dabei, weil es um die Zusammenarbeit geht und weil es auch mal wieder darüber oder darum geht, über Grenzen hinauszudenken und auch miteinander in Einklang zu bringen für eine gute und sichere Patientenversorgung. Also ganz viel Spaß im neuen Business Talk Podcast mit Dr. Christoph Jolk. So, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe heute hier jemanden in meinem Podcast als Interviewgast, den ich wirklich schon sehr, sehr lange kenne. Christoph Jolk und mich verbindet eine, ja, man könnte auch sagen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und zwar haben wir vor sehr, sehr langer Zeit gemeinsam in Bochum Sport studiert. Und wir haben uns aber nie aus den Augen verloren. Christoph hat in der Zwischenzeit einige Dinge im gesundheitlichen, im Sport- und Freizeit- und Fitnessbereich unternommen, ist mittlerweile Unternehmer, hat zwischendurch nochmal eben seinen Doktortitel gemacht. Aber darüber wird er uns heute erzählen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat jetzt nach mehreren Anläufen. Lieber Christoph, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Einen schönen guten Morgen, lieber Olli. Ich freue mich, Teil deines Podcast-Formats zu werden und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, wir steigen einfach mal ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Christoph Jolk? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, du hast ja schon die Einleitung gesprochen. Wir haben zusammen Sport studiert. Ich bin nach dem Sportstudium sehr schnell in die orthopädische Rehabilitation eingestiegen. Mir war es immer ein Bedürfnis, irgendwie dieses Medikament Bewegung an den Mann zu bringen. In der orthopädischen Rehabilitation hat die Bewegung und das Training relativ früh Fuß gefasst. Es gab damals ein Format, das nannte sich erweiterte ambulante Physiotherapie. Das war ein multidisziplinäres Team aus Physiotherapeuten, medizinischen Bademeister und eben auch Sporttherapeuten. Das mache ich immer noch. Das heißt, ich bin jetzt im Westmünsterland, arbeite für das Klinikum Westmünsterland in Kombination eben in der Rehabilitation und habe vor kurzem ein Unternehmen gegründet, das nennt sich GEKO. Findet man unter geko-gesundheit.de im Internet. Mit dem Schwerpunkt Bewegung und das Training in Unternehmen zu bringen und dort eben mit dem Medikament Bewegung was Gutes zu tun.
Das heißt, du bist seit fast, ich sage es jetzt trotzdem mal, fast 25 Jahren in der Begleitung für Reha-Maßnahmen unterwegs, hast aus dieser Idee heraus erkannt, dass es wichtig ist, auch nach Operationen, nach klinischen Aufenthalten in Bewegung zu bleiben und hast dann, und darüber möchte ich heute zusätzlich mit dir ein bisschen mehr sprechen, die GEKO GmbH gegründet. Da kommen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf. Jetzt lebst du mit deiner Familie im Westmünsterland und bist seit einiger Zeit auch verheiratet, habt einen Sohn. Wie ist das als Unternehmer und in der Familie? Brauchst du den Ausgleich? Also ist die Familie wichtig, um so ein bisschen die Erdung zu geben zwischen dem einen auf der einen Seite Unternehmer sein und auf der anderen Seite eben den Ausgleich finden? Das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst. Also wenn ich das jetzt nochmal beobachte, heute mit 25 Jahren Berufserfahrung und meine Idee damals als Berufseinsteiger, da haben sich ein paar Sachen verändert. Also zum einen habe ich erlebt, Familie gründen, sesshaft werden, da rückt das Thema Freizeit, Bewegung für mich selber irgendwie in den Hintergrund. Und ich würde auch behaupten, dass das mit Sicherheit 10, 12 Jahre lang so ging. Und auch jetzt bei mir in meinem Alter fing es dann an, mal das ein oder andere Zipperlein zu geben. Heißt, wenn ich meine, oder wenn wir beide unsere Bewegungsintensität während des Sportstudiums mit jetzt vergleichen, gibt es einen kleinen Unterschied, es ist deutlich weniger geworden. Und diese Erfahrung, dass man das gar nicht merkt, hat mich eigentlich dazu bewogen, mich stärker auch in den einen oder anderen Patienten hinein zu versetzen. Denn die haben ja alle die gleiche Geschichte. Also in der Sturm- und Drangzeit, Mitte 20, sind wir viel unterwegs, viel draußen, die meisten zumindest. Ja, und dann kommt da der Berufswandel, der Familienwandel, weniger Zeit und dann wird es schwieriger, sich regelmäßig zu bewegen. Behaupte, dass 80% derer, mit denen wir zu tun haben und auch deine ärztlichen Kollegen schon wissen, wie wichtig Bewegung ist, aber eben in diesem Zwiespalt zwischen Beruf, Familie und gesundem Egoismus, sich gesund zu bewegen, wird es eben schwierig. Die Zeit dafür zu finden wird weniger. Und das geht mir genauso. Und eben mit diesem Verständnis nehme ich eben auch die Bedürfnisse der Patienten und der Menschen wahr, die jetzt Kunden von mir sind. Nehme ich einfach weiß, es ist unheimlich schwer, die Lebensgewohnheiten wieder zu ändern. Also zu sagen, ich arbeite weniger, ich muss ja irgendwo die Zeit, die ich mehr aufwenden will und muss für Bewegung irgendwo herkriegen. Und diesen Kompromiss hinzukriegen, das kann ich deutlich besser nachvollziehen als damals als fertiger Student, der mit vielen Ideen sagte, Mensch, dreimal die Woche Sport ist genau das Richtige, was alle Menschen und Patienten brauchen. Glaubst du, dass das wichtig ist, dass man die Menschen grundsätzlich zu diesem Thema Prävention und Gesundheitsmanagement immer begleiten muss, weil eben viel aus dem Fokus läuft, weil eben viel aus diesem Fokus auch oder nicht mehr in diesem Fokus drin ist, dass der Körper für uns eine Grundlage darstellt? Also wenn ich mit Medizinern rede, dann sind die oft ein bisschen frustriert, weil sie sagen, Mensch, ich erreiche meine Patienten gar nicht mehr, weil die wollen einfach nur von Schmerzen befreit sein, wollen aber jetzt nicht den nächsten Schritt gehen und sagen, wie werde ich denn gesund oder wie werde ich erst gar nicht mehr krank? Also ich kann mich in beide Positionen mittlerweile sehr gut reinversetzen. Also gerade mit der GEKO GmbH haben wir jetzt mittlerweile irgendwie knapp an die 3.000, 4.000 Kunden bedient, die eine ähnliche Geschichte erzählen, die sagen, Mensch, mir tut es irgendwo weh, ich muss mich bewegen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die ärztlichen Kollegen, die sagen, ich vermittle immer, dass Bewegung wichtig ist und sehe aber so wenig in der Umsetzung. Ich spule mal kurz zurück. Also Mitte der 90er Jahre war unsere Aufgabe, die Menschen zur Bewegung zu motivieren, denen zu erklären, warum Bewegung wichtig ist. Und das Gleiche können wir auch von der Ernährung sagen. Ich behaupte, dass mittlerweile wir die Leute nicht mehr motivieren müssen in Form von Aufklärung, sondern dass wir einen Schritt weitergehen müssen. Also wie kommen sie ins Tun? Dieser Zweig nennt sich übrigens Volition. Also da gibt es einen ganzen Wissen. Wissenschaftsbereich darüber zu wissen, es gibt Leute, die sind motiviert, die wollen was tun, aber die kommen nicht in die Umsetzung. Also der nächste Schritt fehlt. Und da ist, glaube ich, sowohl bei den ärztlichen Kollegen als auch bei den Patienten ein großes Stichwort im Vordergrund. Ja, der innere Schweinehund. Also wenn ich weiß, dass mir Bewegung gut tut, ich aber keine Lösungsmöglichkeit dafür finde, also wo finde ich die Zeit, wo muss ich Abstriche machen, dann ist es wirklich ein unheimlich schweres Thema für einen Patienten, da in die Bewegung zu kommen und da Hilfe zu bieten und sagen, wir unterstützen das in vielen Bereichen, wird also zunehmend für alle Berufe, die damit zu tun haben, eine Herausforderung, wie wir das sehen. Jetzt hast du ja irgendwann beschlossen, dass da die Patienten bzw. die Menschen nicht unbedingt den Weg ins Studio, ins Fitnessstudio suchen bzw.
den Weg von der Arbeitsstelle in die Bewegung suchen, dass du gesagt hast, okay, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann drehen wir das Ganze eben um. Und hast ein Konzept entwickelt, darüber möchte ich jetzt gerne ein bisschen mehr mit dir sprechen. Du hast dir sehr lange und sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kann man das ändern und wo ist der Ansatz? Und du hast den Ansatz gefunden, du kannst mich sehr gerne korrigieren, in dem Thema gesundheitsfördernde Arbeitsverhältnisse und betriebliches Gesundheitsmanagement. Sag doch mal, wo die Idee war für GECO und was du da genau machst. Die Historie fängt eigentlich an, dass wir hier im Westmünsterland einen großen Arbeitgeber haben mit knapp 2500 Beschäftigten. Mit dem haben wir seit mittlerweile 15 Jahren jetzt auch ein enges Verhältnis im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben klassische Gesundheitstage angeboten. Wir haben den Mitarbeitern eben auch zu vergünstigten Konditionen das Training in unserer Trainingseinrichtung, also in dieser orthopädischen Reha, angeboten. Und haben festgestellt, es kommen wenige. Und die kommen, das sind die üblichen Verdächtigen. Das sind die Mitarbeiter, die eh motiviert sind, die unter Umständen Hobbysportler sind, Triathleten. Und den Kollegen am Band, im Blaumann, im Schichtsystem, haben wir eben nicht erreichen können. Das ist eine ziemlich frustrierende Geschichte. Und ich denke, das deckt sich mit dem Klientel, den auch die niedergelassenen Kollegen wiederfinden. Es gibt Leute, bei denen weiß man, denen gibt man einen kleinen Tipp, die können das umsetzen. Es gibt ein großes Klientel, die das eben nicht schaffen. Und unsere Idee war damals mit dem Betrieb zu sagen, wie kommen wir an dieses Klientel ran? Und wir wissen aus den Daten des Robert-Koch-Institutes insgesamt zur Datenlage der Prävention, wer nimmt das bisher wahr? Das ist ein großer Frauenanteil, hohes Bildungsniveau. Wen erreicht es leider nicht? Ja, niedriges Bildungsniveau, Schichtarbeiter. Und da war mal die Frage, wie können wir das erreichen, dass wir genau dieses Klientel, was ja viel, viel wichtiger ist, die Unterstützung brauchen, erreichen. So heißt unsere Firma, Gesundheit kommt an. Also wir sind den nächsten Schritt gegangen. Wir gehen jetzt mittlerweile mit unseren Angeboten in das Unternehmen. Jetzt, erster Schritt war, wir bieten Bewegungskurse im Unternehmen an. Das machen schon viele. Das kann man auch ärztlich begleiten. Das kann man über die Betriebsärzte unter Umständen unterstützen. Und der O-Ton der Zielgruppe war dann, und wir haben zum Beispiel einen Yogakurs passend zu den Schichten angeboten, war, Mensch, lieber Christoph, wenn ich da nach meiner Schicht im Blaumann frisch durchgesaftet, das ist ja eine körperlich anstrengende Arbeit, ich nehme jetzt den O-Ton, also der Mitarbeiter, wenn ich da frisch durchgesaftet von der Schicht komme, möchte ich mich eben nicht auf die Matte legen und so ein Yoga-Shishi mit meiner Kollegin aus der Verwaltung machen. Das ist ein Originalton, und wenn man die Menschen fragt, das hört man sehr häufig, was ist ein männlich orientiertes Angebot? Muckibude, trainieren. Wir Männer sind grundsätzlich stark und wir wollen diese Stärke ausbauen. Und dann war eben der nächste Schritt zu sagen, wenn es die Kurse nicht sind, dann müssen wir eben Krafttraining anbieten. Jetzt sind wir bei der Idee, die du angesprochen hast. Wir haben gesagt, gut, dann nehmen wir ein Fitnessstudio und implementieren das im Unternehmen. Das schaffen natürlich nur Unternehmen ab einer gewissen Größe. Ich sage mal, über 5000 Mitarbeiter, dann lohnt sich ein Fitnessstudio. Und wir haben ein mobiles Fitnessstudio jetzt kreiert. Das bedeutet, wir haben einen Kühlkoffer, einen klassischen LKW-Anhänger ausgestattet mit Fenstern und Strom und Türen und Trainingsgeräte. Und das stellen wir eben jetzt auf den Hof von großen Betrieben und bieten den Mitarbeitern direkt am Arbeitsplatz das Training an Geräten an. So, das hört sich jetzt mal einfach an. Ich baue einen Truck aus, ich nehme einen Truck, hänge den an eine Zugmaschine, stelle den dann bei, ich glaube, du hast über die Firma Schmitz Cargo Bull gesprochen, die vielleicht auch das noch haben, die ja im Westmünsterland vertreten sind, stell den da hin. Aber was passiert dann? Also ich sag mal, du musst den ja ausstatten mit einem gewissen System, das nachhaltig für die Mitarbeiter auch zur Verfügung steht, das die motiviert weiterzumachen, das denen, ich sag mal, in einem gewissen Zeitfenster auch ermöglicht, ihr Training durchzuführen. Also von der Planung die eine Sache, aber die Umsetzung interessiert mich. Wie seid ihr weiter vorgegangen? Also der Keypoint, wenn du so willst, jetzt im Nachgang und jetzt weiche ich ein bisschen ab von unserem eigentlichen Angebot, der Keypoint ist für mich die Kommunikation. Also wie erreichen wir den Mitarbeiter? Das heißt, wir haben uns nebst dem zielgruppenspezifischen Angebot, nämlich dem Training an Geräten, sehr viel Zeit für die Kommunikation genommen. Das heißt, das Thema Gesundheit, Lebensgewohnheiten ändern, bedarf einfach viel, viel Erklärung, viel, viel Information, und da reicht es nicht, einen Aushang am schwarzen Brett zu machen oder einen Zettel auszureichen, hier, wir machen einen Gesundheitstag, da gibt es Training, sondern wir haben an der Stelle mit Schmitz Cargo Bull sehr vorbildlich ein Top
Top-Down-Prinzip gemacht. Wir haben alle Führungskräfte abgeholt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter gefragt hat, ja, was für ein Angebot ist das? Und ich habe eine Führungskraft, die schlecht informiert ist, dann ist diese Thematik ja schon fast gestorben oder ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wir haben alle Führungskräfte informiert, haben gesagt, was ist der Vorteil davon, wenn deine Mitarbeiter sich gesund halten? Das ist ja erstmal gar nicht so einfach zu erklären. Vor allen Dingen, wenn sie im betrieblichen Alltag unter Umständen mal eine halbe Stunde fehlen, weil sie was für die Gesundheit tun. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eben auch den Mitarbeiter aufklären. Also der Mehrwert, dass ich mich verändern soll, etwas tun soll, trainieren soll, das bedarf schon der Begleitung. Das ist viel, viel einfacher. Und da bin ich jetzt wieder bei den ärztlichen Kollegen. Es ist viel, viel einfacher, im Bedarfsfall ein Medikament auszustellen. Das nehme ich einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal am Tag. Aber sich zu bewegen, das ist ein Zeitaufwand. Und wir können nicht davon ausgehen, dass alle Spaß an der Bewegung haben. Ich meine, wir beide haben das studiert. Aber vielen anderen geht das eher darum, das ist Schwitzen, das ist unangenehm, das ist anstrengend. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Und das muss begleitet werden. Das muss kommuniziert werden, das haben wir gemacht. Wir haben also viele Mitarbeiter in die Gespräche geholt, haben denen den Mehrwert gezeigt, haben dann versucht, über einen Test am Anfang, eine Trainingsintervention und einen Test am Ende auch den Mehrwert zu zeigen, also auch zu veranschaulichen. Das sind so die wesentlichen Punkte, die ich da sehe. Deshalb nochmal so, wenn du mich nach dem Keypoint fragst, ist es einfach auch in der ärztlichen Praxis, ein Medikament auszustellen, einfach. Jemanden zu einer Lebensgewohnheitsänderung zu bewegen, das bedarf schon viel, viel Erklärung und viel, viel Zeit. Und das haben wir oft leider in der Praxis. Absolut. Aber ich habe noch eine andere Sache festgestellt, die ich mir auch gerade aufschreiben musste. Also das ist ja ein Learning, das weit über das hinausgeht, finde ich, wo es dir jetzt persönlich darum ging, also die Leute zur Bewegung zu bewegen oder zu motivieren, nämlich das Thema, du hast gesagt, du hast viel gut kommuniziert, du hast erklärt und das ist, glaube ich, wichtig, aber du hast vor allen Dingen auch die Führungskräfte mit eingebunden und damit die Glaubwürdigkeit der Sache erhöht, denn ich erlebe es natürlich immer wieder, wenn Mitarbeiter Fragen haben, wenden sie sich eben sehr häufig an Führungskräfte und wenn die da nicht hinterstehen hinter dem Konzept, wenn die das abtun, das gilt eben jetzt nicht nur für das Thema der Gesundheit, sondern für viele andere Themen auch, die vielleicht neu in ein Unternehmen eingegliedert werden. Wenn wir auch mal den unternehmerischen Aspekt dahinter sehen, macht es immer Sinn, die zentralen Figuren in einem Unternehmen mit einzubinden und eben auch zu sagen, die stehen hinter dem Konzept und können das auch mit begleiten und machen so vielleicht sogar selber mit oder das machen es auch selber vor. Nicht umsonst sagt man ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Also großartige Zusammenführung dieser ganzen Sache. Jetzt ist GECO der Gesundheitstruck, also GECO Gesundheit kommt an. Ihr fahrt in die Unternehmen, ihr arbeitet mit einer großen Krankenkasse zusammen, die mit euch gemeinsam dieses Konzept entwickelt hat, beziehungsweise weiter auch verfolgt hat. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren und wo siehst du auch zukünftig den Markt? Die aktuelle Situation, mal unabhängig vom Coronavirus, ist relativ eindeutig auch für die Betriebe. Wir haben eine Altersverschiebung in der Belegschaft, das heißt, die Mitarbeiter werden älter. Wir wissen gerade bei den orthopädischen Problemen, Bandscheibenvorfall, Rückenschwierigkeiten, je älter ich werde, desto länger die Ausfallzeiten, desto höher die Kosten. Sodass jeder Betrieb, der eben einen Nachwuchsmangel hat, sehr schnell begreifen sollte, dass er eben A, das Fachwissen und B, die älteren Kollegen lange gesund halten soll, damit eben die auch möglichst lange arbeiten können und möglichst wenig fehlen im Betrieb. Das ist das eine. Das andere ist die Situation der Kostenträger. Ja, wissen wir auch, jeder AU-Tag und jede 6 Wochen, die ich vermeiden kann, jetzt gerade aus Sicht der Krankenkassen, also wenn die in die Lohnfortzahlung fallen, spart Geld im kompletten System. Und wir haben ja eine Krankenkasse gewonnen, an der Stelle die Biaktiv Krankenkasse, eine ehemals BKK vor Ort, ist meistens wahrscheinlich geläufiger, die uns eben in diesen Bestrebungen im Bereich BGM und Vorsorge sehr stark unterstützt und ja eben mit so einem Gerät auch in die Unternehmen fährt und auch da versucht, den Unternehmen zu helfen, die Mitarbeiter in Bewegung zu bekommen und nachhaltig eben dazu Lebensgewohnheitsveränderungen zu führen. Jetzt vielleicht eine Zahl, Olli, die mich bewegt hat und die ich anfangs gar nicht glauben konnte. Also kurz zum Ablauf nochmal. Wir kündigen das Konzept an. Wir machen eine Rückenanalyse. Wir können also relativ gut die Wirbelsäule darstellen, Auffälligkeiten darstellen und ein Rückenschmerzrisiko skalieren. Dann starten die ins Training. Einmal pro Woche, 30 Minuten. Das Ganze über 12 Wochen. Also Nettozeitaufwand etwa 6 Stunden rein das Training und machen die Messung am Ende.
Also nochmal Rückenanalyse am Anfang, 12 Trainingseinheiten, a 30 Minuten, Rückenanalyse am Ende. Und wir stellen fest, dass innerhalb dieser kurzen Zeit, also nochmal 30 Minuten pro Woche, die meisten Mitarbeiter, die meisten Teilnehmer einen unglaublichen Benefit davon haben. Also 25-30% plus am Ende dieses Trainings. Und das sind die Momente, die mich da echt stolz machen und die unheimlich viel Freude machen, zu sagen, mit wenig Aufwand können wir eben bei der Zielgruppe was erreichen. Jetzt nochmal in Blickrichtung in deine ärztlichen Kollegen. Also was ist das, was man empfiehlt? Dreimal pro Woche 1,5 Stunden, jeden Tag 1/2 Stunde empfiehlt da die WHO. Meine lieben Herren, jetzt mal bei aller Liebe, alle, die im Beruf sind und eine Familie haben, wissen, dass ich niemals von 0 auf 3 mal 1,5 Stunden komme. Also das ist ein Medikament, das würde ich niemals nehmen. Das ist gar nicht zu schaffen. Wenn wir jetzt wissen, dass die Zielgruppe, die so schlecht zu motivieren ist, mit dem Medikamentdosierung einmal pro Woche 30 Minuten in Bewegung kommt, hey, dann ist das eine Neuigkeit, die wir unbedingt hinausposaunen müssen, um zu sagen, Mensch, die scheitern ja schon, weil sie einfach wissen, ich habe keine 4,5 Stunden Zeit und auch gar keine Lust, das zu tun. Aber mit 30 Minuten Wirbelsäulengymnastik, ein bisschen Training, kann ich unglaublich viel erreichen bei dieser Zielgruppe. Und das wäre mir wichtig, wenn wir das irgendwie veröffentlichen können, wenn das mehr Leute erfahren. Ja, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft zu sagen, wir müssen nicht sofort von 0 auf 100, sondern wir können einfach anfangen und die Bedingungen dafür schaffen, dass die Menschen wieder in die Bewegung kommen und vor allen Dingen die sich bis jetzt vielleicht auch ein bisschen innerlich gewehrt haben, das zu tun, aber über vielleicht einen Betrieb, über die Dynamik des Betriebs, über Kollegen, die plötzlich sagen, ach, mir geht's besser, wir finden das gut, wir akzeptieren das auch, es ist jetzt nicht der Yogakurs. Ja, bei dir ist viel los im Hintergrund, es ist Corona-Zeit. Dass ich eben durch die Motivation der Kollegen und Kolleginnen in dem Betrieb vielleicht auch eine Art Sogeffekt erziele, das wäre ja toll, um zu sehen, da gibt es wirklich eine sehr positive Entwicklung. Wir machen natürlich sowieso alle Verlinkungen zu GECO, zu dem Truck, zu dir. Vielleicht, es gibt ja auch tolle Filme dazu, tolle Informationsmaterial, alles in die Shownotes, sodass man natürlich auch mit euch direkt in Verbindung kommen kann. Gerade wenn Ärzte das interessiert, wie kann ich das auch vielleicht mal jemandem empfehlen oder wie kann ich mit dem Thema umgehen? Ich würde allerdings gerne nochmal wirklich in die Praxis. Also ich habe jetzt ein Unternehmen. Und ich rufe dich an und sage, hey, kommen Sie doch bitte mit Ihrem Truck, mit Ihrem Gesundheitsteam vorbei. Dann kommst du. Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Geräte sind es? Werde ich betreut? Welchen kriege ich einen Trainingsplan? Wie werde ich angeleitet? Also bei uns ist es quasi ein All-Inclusive-Paket. Also das heißt, in dem Moment, wo jemand die Idee hat, seine Mitarbeiter zu bewegen, geht es uns darum, da möglichst viel zu unterstützen und dem Betrieb, dem Auftraggeber möglichst wenig Arbeit zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo wir vereinbaren, wir kommen vorbei, geht es halt darum, dass wir mit dem Truck vorbeikommen. Wir kümmern uns um die Ankündigung, das heißt, wir haben Materialien vorbereitet, da schon, wo dann was draufsteht, was wir machen. Dass man im Prinzip nur Listen verteilen muss, Plakate aufhängen muss. Wir würden dann uns verabreden und würden sagen, wir machen Kommunikationsveranstaltungen, also je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist, gibt es eine Keynote von mir oder von den Kollegen, wo wir das Ganze ankündigen, wo wir auch die Mitarbeiter abholen, informieren, bevor wir anfangen. Ja, und dann mit Startschuss, mit Kickoff haben wir quasi eine Spedition, die den Truck dann abstellen. Wir schließen Strom an, machen die Geräte startklar und innerhalb einer halben Stunde können wir halt die Leute begrüßen, die dann bei uns ein Kennenlerntraining machen. An den Geräten in dem Truck, vorstellbar wie in einem Fitnessstudio. Wir haben also die gängigen Trainingsgeräte da drin, große Muskelgruppen sind die Beine, der Oberkörper und wichtig natürlich der Rumpf. Das heißt, zum Ablauf dann, wenn man jetzt sagt, wir wollen so einen Kennenlerntag mal starten, wir scannen die Leute, wir nehmen die Körpermaße innerhalb kürzester Zeit an, sodass man die Geräte gut einstellen kann. Gibt es ein kurzes Aufwärmen, wir wärmen uns nur 4 Minuten auf, dass ich eben nicht im eigenen Schweiß bin. Und nach den 4 Minuten mache ich dann eben alle großen Muskelgruppen. Die trainiere ich einmal, damit die Leute feststellen, oh, es tut gar nicht weh. Die Belastung, die ich da habe, ist gut auszuhalten. Ich muss mich nicht quälen. Und die Idee ist eben, mit so einer Art Probefahrt zu spüren, Mensch, mit einem gegebenen Aufwand kann ich hier doch einiges erreichen. Das wäre der Ablauf. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen einen individuellen Trainingsplan. Das heißt, werden, ich sage jetzt mal, vermessen wäre Quatsch, aber werden wahrscheinlich, die Trainingsgeräte werden eingestellt auf ihre Belange, auf ihre persönliche Situation. Ihr arbeitet, glaube ich, mit dem Milon-Zirkel, ist das richtig? Oder habt ihr da mittlerweile was geändert? Also ein Zirkel, der wahrscheinlich alle Gruppen, alle Muskulaturgruppen oder für die Trainingszwecke genannte Gruppen anspricht. Ist das immer noch so?
Das ist absolut richtig, Olli. Das ist der Gerät von Milon jetzt für diejenigen, die es nicht kennen. Milon ist ein Gerätehersteller, der eine Besonderheit hat. Milon-Geräte arbeiten mit einem elektrischen Widerstand. Das bedeutet, du hebst keine Gewichtsblöcke, wie du es sonst kennen von den klassischen Fitnessstudio-Geräten. Da ist ein dicker Elektromotor drin. Wie ist der Ablauf? Stell dir vor, wir beiden würden jetzt so eine 10-Kilo-Hantel in die Hand nehmen. Die heben wir hoch auf dem Weg nach oben. Passiert die physikalische Arbeit. Da wird der Muskel einfach nachgeben. Was macht das Milon-Gerät? Da ist ein Elektromotor drin. Das bedeutet, wir heben einen Widerstand an, nach oben mit 10 Kilo meinetwegen. Das Gerät erkennt, okay, wir sind oben angekommen und erhöht dann den Widerstand auf dem Weg nach unten. Das bedeutet, auf beiden Wegen, einmal rauf und runter, muss die Muskulatur wirklich zu 100% arbeiten. Das bedeutet, wir haben also bei gleicher Zeit den doppelten Outcome an Trainingseffektivität. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die sämtliche Einstellung, also wenn deine Zuhörer uns beiden sehen würden, wenn wir beide das gleiche Gerät benutzen würden, das müssen wir umstellen, du bist deutlich größer wie ich. Das wird bedeuten, wenn ich nach dir trainiere, muss ich jetzt den Sitz umstellen und die Armlängen verändern irgendwie. Und das macht das Gerät auch automatisch. Heißt, wir beide bekommen eine Chipkarte, wir haben das vorher eingestellt, das Gerät fährt dann den Sitz eben auf deine Höhe und wenn ich danach komme, stellt sich das automatisch um. Also ich muss da nichts mehr verstellen. Bedeutet, wir sparen unglaublich viel Zeit. Jetzt aus betrieblicher Sicht und auch betriebswirtschaftlicher Sicht, wir schaffen es eben A, durch diesen Trainingseffekt die halbe Zeit zu sparen und B, durch das Verstellen der Geräte auch nochmal Zeit. Heißt also, unsere Leute können tatsächlich innerhalb einer halben Stunde so effektiv trainieren, sonst in einem Fitnessstudio. Das nächste ist, jetzt müsstest du fragen, ja Mensch, aber 6 Trainingsgeräte, wenn da jetzt so ein Betrieb ist wie Schmitz Cargo mit 2000 Beschäftigten, ist denn der Ablauf? Wir trainieren im Prinzip wie früher in der Schule mit so einem Zirkeltraining. Alle trainieren in einem Zeitrhythmus an einem Gerät, machen ihre Durchführung, ihre Wiederholung. Dann haben wir eine kurze Pause und alle wechseln ein Gerät weiter. Das heißt, wir haben nirgendwo einen Stau. Das ist im Prinzip wie in der Automotive. Wir haben eine Taktzahl fürs Trainieren und eine Taktzahl für die Pause und alle springen ein Gerät weiter, sodass nirgendwo ein Stau entsteht. Also hast du einmal quasi diesen Zirkel erreicht, trainierst du innerhalb einer halben Stunde komplett störungsfrei und demnach ist natürlich auch das Abmelden vom Arbeitsplatz deutlich einfacher. Das heißt, du erreichst oder du kannst maximal, wie viel hast du, 6 Stationen, 9, keine Ahnung, miteinander trainieren, sodass die in der halben Stunde 6 bis 9, keine Ahnung, jetzt gleichzeitig trainieren können und dann, ich sag mal, gewisse Arbeitsgruppen über den Tag verteilt im Grunde ständig den Wagen, den Truck auch nutzen können, das Studio nutzen können. Exakt, also es ist im Prinzip wie ein fahrendes Fitnessstudio, wie du sagst. Wir haben 8 Trainingsgeräte, also 8 Leute können synchron zueinander trainieren. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, haben wir etwa einen Outcome in einer 8-Stunden-Schicht, also wir sind ja dann im Prinzip wie ein Fitnessstudio am Werk, schaffen wir 120 Personen zu bedienen. Das heißt also an so einem normalen Werk, wenn wir jetzt 8 Stunden vor Ort wären, hätten wir 120 Trainierende mal 5, kommen wir knapp auf 500, 600 Personen, die wir an 5 Tagen in der Woche erreichen können. Die Idee ist, und jetzt zur Organisationsform, warum ist das Ding mobil? Also es fährt zum Beispiel montags, stehen wir hier bei Schmitz Cargo Bull in Frieden, haben dann knapp 10 Stunden geöffnet, es kommen dann etwa 150 Personen zum Training. Abends wird das Ding gebaut, dann kommt eine Spedition, zieht es dann zum Betrieb B, Dienstag steht es woanders und dann können nochmal Leute trainieren. Also wir schaffen also wirklich eine riesen Anzahl an Menschen da durchzuschleusen und jetzt der Vorteil für ein Unternehmen, wenn ich jetzt nicht groß bin und kann mir ein eigenes Fitnessstudio leisten, würde ich sowieso grundsätzlich von abraten, denn wir investieren ja als Unternehmen A in Raum, B in Geräte, dann musst du einen Trainer besorgen. Also ich kenne nur ganz, ganz wenige Unternehmen, wo ich sagen würde, da ist ein betriebseigenes Fitnessstudio auch wirklich hochfrequentiert. Haben wir jetzt eben den Vorteil, ein Unternehmen bucht uns jetzt für ein halbes Jahr oder für ein Jahr und da stehen wir jeden Montag von 8 bis 18 Uhr und die Mitarbeiter können quasi in ihrer Anwesenheit am Betrieb diese Trainingsmöglichkeit nutzen. Und jetzt kommen wir zu den Rückmeldungen auch der Teilnehmer. Ich sag mal, ich bin jetzt beschäftigt in einem Betrieb. Ich müsste ja dann nach Verlassen des Werkes nach Hause fahren, meine Tasche packen, ins Fitnessstudio fahren. Und die meisten Beschäftigte, mit denen wir das jetzt gemacht haben, sagen, Mensch, ich spare so viel Zeit. Ich mache das nach Dienstschluss, gehe eine halbe Stunde trainieren und fahre gar nicht erst nach Hause. Denn
machen wir uns nichts vor, wenn ich nach Hause komme, hat meine Frau oft eine gute Idee, was ich noch gerade machen kann. Ich habe die Tasche zwar schon gepackt, aber wieder kommt was dazwischen, den Hund abholen oder den Rasen mähen, was auch immer. Das geht den meisten ja so. Wenn du einmal am Betrieb bist, macht es meistens ja nichts aus, eine halbe Stunde länger zu bleiben. Die fallen also die kompletten Rüstzeiten weg, Anfahrt, Hinfahrt und so weiter. Also es ist ein enormer Zeitersparnis, die wir haben. Mhm. Die meisten sagen, Mensch, mit dieser halben Stunde ist genau dieser Moment, dass ich mich gut fühle, dass die Rückenschmerzen weniger werden, ist erreicht. Also wir haben da unglaublich gutes Feedback bei den Teilnehmern. Das kann ich mir wirklich vorstellen, gerade zumal da ganz viele Komponenten, du hast gerade ja schon die wirtschaftliche oder die betriebswirtschaftliche Seite angesprochen, zusammenkommen. Neben dem, dass natürlich das Thema Mitarbeiterbindung, Krankheitskostenreduzierung, Steigerung, Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber und so weiter, das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen, eine unglaublich große Rolle spielen. Was mir spontan eingefallen ist, auch Krankenhäuser sind große Unternehmen. Auch Krankenhäuser, in Krankenhäusern arbeiten viele Mediziner. Wir haben jetzt gerade ja schon häufiger das Thema Corona angesprochen, sind überlastet. Siehst du die Möglichkeit, auch da den Schnittpunkt zu schaffen, zu sagen, wir können genauso für das Krankenhaus XYZ innerhalb des betrieblichen Gesundheitsmanagements arbeiten? Also ich habe gerade diese Begrifflichkeit Mindful Doctor im Kopf, also zu sagen, wir holen wirklich die Mediziner, die ja mal eine halbe Stunde raus müssten eigentlich aus dem System, weil sie auch keine Sportmöglichkeit haben, Sport zu treiben, hin. Gibt es da vielleicht sogar schon Kontakte? Gibt es positive Beispiele? Absolut. Also unser Herr Spahn, der im letzten Herbst noch andere Sorgen hatte als den Coronavirus, hat ja viel für die Berufe in der Medizin und in der Pflege getan. Also ganz konkret gab es auch von uns schon Aktionen. Wir sind also an verschiedene Krankenhäuser gefahren, ab einer gewissen Größe, und haben eben da Gesundheitstage angeboten und auch ein Schnuppertraining. Also wir sind da schon auch bei den ärztlichen, pflegerischen Kollegen und Kolleginnen unterwegs gewesen. Das ist das eine. Das zweite ist, absolut. Also ich sag mal, wenn wir jetzt ein Haus haben mit 100, 200, 300 Betten, die eben keine eigene Physiotherapie oder keine eigene Trainingseinrichtung haben, bietet sich das auch an. Wir könnten auf den Lieferantenhof fahren, wir brauchen ein bisschen Strom und können natürlich genau das Gleiche für die ärztlichen und pflegerischen Kollegen und Kolleginnen tun. Also das ist überhaupt kein Problem. Wir brauchen halt einfach eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, die sich versammeln. Die müssen halt eine Zeit finden, in dem sie dann betriebsnah trainieren können. Also das Ding ist mobil, wir brauchen einen Platz von knapp 15 Meter in der Länge. Das ist überhaupt kein Problem. Also an alle die Krankenhausdirektoren, die vielleicht jetzt zuhören und wo wir auch nochmal einen persönlichen Draht hin haben, also tolle Anregung auch zu überlegen, das mal in die Krankenhäuser zu implementieren oder auch mal zur Verfügung zu stellen und dann die Ergebnisse, die du ja auch nachweisen kannst, vielleicht auch auf ein Krankenhaus zu übertragen und damit eben auch wieder präventiv zu arbeiten, damit das Personal, was eh überlastet ist, vielleicht auch diesen Gedanken weiter fortschreiben kann. Du wolltest noch was sagen? Eine wichtige Information noch, betriebswirtschaftliche Komponente hast du angesprochen, Oliver. Jens Spahn hat im letzten Jahr schon 1 Euro mehr an BGM-Geldern ins Leben gerufen. Was sind BGM-Gelder? Die gesetzlichen Krankenkassen haben den Auftrag, eben auch etwas für die Gesundheit vorbeugend, also präventiv zu tun. Und Jens Spahn hat eben für alle pflegerischen Berufe dort dieses Budget erhöht. Das heißt also, in Absprachen mit mir oder ich kann auch Kontakte herstellen, sind die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet, Maßnahmen, die die Gesundheit im pflegerischen Bereich unterstützen, finanziell mehr zu unterstützen als für ein normales Unternehmen. Mhm. Es ist also tatsächlich so, dass diese Maßnahmen, die wir im letzten Herbst gemacht haben, zu 100% von unterschiedlichen Krankenkassen unterstützt worden sind. Das heißt also, für das Unternehmen, für die Geschäftsleitung eines Hauses oder eines MVZs kommen noch nicht mal alle Kosten zu, sondern nur ein Anteil davon. Und wenn man das gut verhandelt und sich gut aufstellt, ein gutes Konzept erstellt, wie gesagt, stehen bis zu 100% Unterstützung im Raum, sodass man das auf jeden Fall nutzen muss. Ja. Aber das ist, wie gesagt, eine Expertise, da ist es schwer, sich drum zu kümmern, da muss man sich ein bisschen mit auskennen, man muss das Wording kennen, man muss eventuell Ansprechpartner in den Kassen finden. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die wir da gerne unterstützen, denn wir wissen, dass so ein Krankenhaus oder ein MVZ genug zu tun hat, um den Tagesablauf abzuwickeln. Und das ist ein echter Randbereich,
um den man sich da kümmern muss. Und da darf man den Aufwand tatsächlich nicht unterschätzen. Ja. Jetzt hast du eine gerade wichtige Sache noch angesprochen. Wir sprechen ja nicht nur über große Kliniken, sondern mittlerweile auch über große ambulante Einrichtungen, wie zum Beispiel medizinische Versorgungszentren, große Praxen, sei es jetzt in der Radiologie, Strahlentherapie, sei es im Bereich der Nephrologie oder wo auch immer, wo wir mittlerweile ja nicht selten zwischen 80 und 120, 150 Personen haben, die in einer Praxis arbeiten, und auch für die bietet sich sowas natürlich an. Nochmal, wir machen alle Verlinkungen zu euch und zu dir in die Shownotes, sodass auch der direkte Kontakt gesucht werden kann. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, wie das Training abläuft bei dir oder bei euch im Gecko-Truck. Der Wechsel der Geräte. Jetzt haben wir Corona-Zeit. Auch da ist das Training im Truck, genau wie in den Fitnessstudios, wie in anderen Reha-Einrichtungen, auch nicht möglich. Ist ja alles stillgelegt im Moment. Aber auch da hast du gesagt, ich höre jetzt nicht auf, ich stelle meinen Truck in die Ecke und mache ihn sauber, sondern du bist den nächsten Schritt gegangen. Und da möchte ich nochmal ein bisschen drauf eingehen, auch auf das Thema unternehmerische Komponente. Das ist ja immer etwas, wo man sich fragen kann, muss man das jetzt tun oder nicht? Kann ich mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht für die Familie die Zeit nutzen? Du hast aber gesagt, Bewegung kommt an. Und da Bewegung im Moment nicht ankommt in den Unternehmen, sorgst du da oder möchtest du dafür sorgen, über zusätzliche Angebote von Gecko, dass jetzt die Gesundheit oder dass man sich die Gesundheit auch ins Haus holen kann? Also auch das finde ich eine sehr, sehr schöne Aktion. Vielleicht willst du darüber nochmal berichten und sagen, wie du dieses Thema Bewegung auch weiterhin in dieser jetzt gerade anstehenden Epidemiezeit handelst. Absolut gerne. Es gibt ja die Möglichkeit, auch zu Hause etwas zu tun. Also unser Angebot mit dem LKW kann sich eben nicht jedes Unternehmen leisten, und wir brauchen immer eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, wo sich dieses Projekt dann lohnt. Also auch für eine kleine Arztpraxis zum Beispiel, wo man nur mit 10 Beschäftigten etwas macht, stellt sich die Situation ja ähnlich dar. Das heißt also, wir haben verschiedene Angebote kreiert, indem ich zu Hause trainieren kann. Das heißt, es gibt schon sehr lange so ein Online-Training, also wenn man mal zum Beispiel bei YouTube eingibt, Wirbelsäulengymnastik oder Rückentraining, finden wir seitenweise Videos, die ich mir zu Hause angucken kann, was sicherlich gut ist, aber ich bin immer Freund davon, Medikamentbewegung auch dosieren zu können. Also was unterscheidet uns jetzt von den klassischen YouTube-Videos meinetwegen? Wir versuchen immer die Mitarbeiterschaft oder den Teilnehmer vorher abzuholen. Also ich möchte immer vorher wissen, wer sitzt denn da vor mir? Ist es der 55-jährige, leicht übergewichtige, mit Bluthochdruck versehene Patient, oder ist es der 25-jährige Sportstudent? Wir können sicherlich für beide nicht das gleiche Medikament Bewegung verschreiben. Und deshalb ist es uns an der Stelle eben wichtig zu sagen, Mensch, wir haben eine Risikogruppe, da macht das Sinn, eben leichte Übungen anzubieten, statt jetzt so eine Freeletics-App runterzuladen oder irgendein YouTube-Video sich anzuschauen. Und wir haben eben einen Online-Kurs für Einsteiger und eine Trainings-App, wo man quasi ein persönliches Training, wie eine digitale Physiotherapie oder eine digitale Krankengymnastik abrufen kann, sodass wir eben für das Klientel spezifische Bewegung, also das Medikamentbewegung, genau dosieren können und genau sagen können, welche Übungen sind für welchen Klienten interessant. Wie gesagt, da gibt es einen Online-Kurs, den kann ich mir zu Hause anschauen. Da reicht ein Laptop und ein Internetzugang. Dann kann ich mir die Übung anschauen und zu Hause nachmachen. Und das Zweite ist eben, wir haben Trainingsübungen zusammengestellt, sehr individuell. Wir haben mittlerweile 15.000 verschiedene Übungen auch digital festgehalten, also mit Kurzvideos, wo wir sagen können, der Schulterpatient meinetwegen kriegt von uns ein paar Mobilisationsübungen dazu, und der kann sich das eben mit seinem Handy angucken und kann dann seine Übungen von uns dosiert, zweimal die Woche, 10 Minuten, also zwei sehr unterschiedliche Angebote, die man zu Hause wunderbar machen kann. Ich glaube, ganz wichtig, jetzt nicht aufzuhören damit und in die Lethargie zu verfallen. Man neigt ja dann dazu, wenn man ein bisschen häufiger mal auf dem Sofa sitzt, dass man dann den Hintern nicht mehr so richtig hochbekommt, sondern dass man jetzt einfach weitermacht und versucht, die Mobilität, die Stabilität zu erhalten. Auch in dieser Zeit oder eben auch sowieso für kleinere Betriebe, wie du es gerade angesprochen hast, auch eine schöne Möglichkeit, wenn man den großen Truck jetzt nicht mieten kann oder vielleicht nicht mieten will. Bist du mit dem Truck bundesweit unterwegs? Also spielt das eine Rolle, wo und wie lange dann ein Truck irgendwo steht? Na, das Ding ist mobil. Also weiteste Entfernung war bisher weit hinter Dresden an die polnische Grenze. Da haben wir mit dem IKEA-Zulieferer gearbeitet im Möbelbereich. Was haben wir im Norden? Waren wir in Lübeck? Also überall da, wo man mit dem LKW hinkommt, können wir hinfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und es ist ja nicht nur einer, es sind, glaube ich, mittlerweile ja ein paar. Ne? Mehrere, ja. Genau.
Ja, Christoph, das waren super, super spannende Informationen. Ich glaube, es ist immer total schön zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man wirklich in den Berg versetzen will und wenn man sich nicht von irgendwelchen Regeln zunächst auch gedanklich schon mal eingrenzen lässt. Das ist mir ja immer ganz wichtig hier, dass Mediziner auch erkennen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man unternehmerisch unterwegs ist. Und das heißt ja nicht immer nur Geld optimiert arbeiten, sondern einfach mal zu gucken. Ich nenne das immer so ein bisschen wie aus der Adlerperspektive von oben auf sein Unternehmen zu gucken und sagen, was geht noch in welcher Situation? Wie kann ich auch meine Mitarbeiter befähigen? Denn auch da brauchst du natürlich fähige Mitarbeiter, die das Ganze mit unterstützen, die das Training vor Ort machen, die die Organisation vor Ort machen. Und von daher finde ich das ein super Ansatz. Wenn jemand dich als Person mal kennenlernen will oder auch, ich würde jetzt mal fast sagen, buchen will, auch mal für einen Vortrag, ich glaube, das machst du auch. Ich weiß es nicht, das kann ja auch in der Kombination und in der Kooperation mit Medizinern sehr, sehr spannend sein, mal so jemanden zu holen und mal einfach auch mal einen Tag mit dir zu verbringen, ne? Zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich da. Ja, absolut. Also wir haben hier im Westmünsterland, im Klinikum Westmünsterland und im Gesundheitszentrum Westmünsterland ein Format aufgelegt. Das heißt, frag doch mal den Arzt. Das ist so eine Mini-Sprechstunde. Uns war wichtig, dass wir eben nicht nur einen medizinischen Vortrag halten, der immer wichtig ist, wo viele Informationen sicherlich an mögliches Patientenklientel geäußert werden kann, sondern auch diese Bewegungs- und Therapiekomponente mitzunehmen. Also wir sind immer mindestens zu zweit. Das kann man zum Beispiel im neurologischen Bereich auch mal mit einer Ergotherapie machen. Und es ist immer wichtig, beide Komponenten zu beleuchten, also medizinische und eine therapeutische, sodass man das auf jeden Fall anbieten kann. Also wir mit zum Beispiel mit unserem Unfallchirurgen über das Thema Endoprothetik gesprochen. Ich habe mit einem Kardiologen über das Thema Vorbeugung mit Hochdruck gesprochen. Und da macht es immer Sinn, auch das Medikament Bewegung mitzunehmen. Also dieses Format macht Sinn. Gerne als Keynote-Speaker. Ich mache das gerne im kleinen wie im größeren Kreis. Also es ist mir immer eine Freude, dieses Medikament Bewegung an den Mann und an die Frau zu bringen. Und mir ist da ganz wichtig, es macht sehr viel Freude, das mit Medizinern zu machen. Also diese hochmedizinische Komponente zu machen. Und ich traue mich dann immer als Bewegungstherapeut ein bisschen mehr dem Volk auf den Mund zu schauen und da auch diese Zusammenhänge oft einfacher darzustellen. Diese Kombination macht unheimlich viel Sinn. Mir ist an der Stelle noch ein Tipp ganz wichtig. Wir arbeiten jetzt auch seit über 20 Jahren hier mit niedergelassenen Kollegen zusammen. Ich sag mal, wenn jetzt ein niedergelassener Kollege die Idee hat, Mensch, das klingt gut, das Medikament Bewegung ist mir auch wichtig. Ich habe viele Kollegen, die eben auch selber Sport machen, um die Wichtigkeit wissen. Wir haben hier eine Orthopädie-Praxis. Die haben einen Bewegungstherapeuten unter den Angestellten ausgebildet. Das bedeutet in dem Moment, wo der Orthopäde sagt, Mensch, da ist einer mit so einem chronischen Rückenschmerz, Medikamente helfen nicht, der muss eigentlich in die Bewegung kommen. Es ist ein Gespräch, was er weiterleitet an seine Mitarbeiterin und die übernimmt den Part. Das heißt, die nimmt sich die Zeit und sagt, was ist die Wichtigkeit um Bewegung, was könnte die Ursache sein für so einen chronischen Rückenschmerz, der eben jetzt keine OP-Indikation hat und auch keine weitere Therapie verursacht, weil das bedarf einfach der Zeit und da machen wir uns nichts vor, das habe ich in der Praxis nicht. Und da jemanden zu haben, zu sagen, so, Herr Meier, Mensch, Sie haben da einen chronischen Rückenschmerz, sitzen da, sitzende Tätigkeit, ich habe hier meine Kollegin vorne, die klärt Sie auf, welche Möglichkeiten haben Sie? Krankenkassenkurs, Fitnessstudio, Physiotherapeuten oder ähnliches, das bedarf der Zeit und wenn man das weiterleiten kann, sage ich, habe jemanden in meiner Praxis, der das tun kann, habe ich einen unheimlichen Mehrwert, kann also das Medikament Bewegung weiter vermitteln, ohne aber meine wichtige Beratungszeit zu nutzen. Na, auch da wieder finde ich eine wichtige unternehmerische Komponente drin, zu sagen, ich befähige einen Mitarbeiter, das für mich zu tun, mitzutun und dann den Kreis sich schließen zu lassen. Nicht eben immer versuchen, alles alleine zu tun. Auch da ist der Mediziner gefragt und kann vielleicht auch von anderen lernen. Schöner Hinweis nochmal zum Schluss. Christoph, ich würde gerne mit dir, ich gucke ja immer so ein bisschen auf meine Zeit, wir haben jetzt knapp 40 Minuten. Ich würde ganz gern mit dir zum Schluss, ich mache immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Zum Abschluss des Podcasts würde aber das mit dir gern ändern. Und zwar nenne ich 10 Begriffe und du sagst bitte spontan, was dir dazu einfällt. Du darfst einmal sagen weiter, wenn dir nichts einfällt oder du zu dem Begriff nichts sagen möchtest. Haben wir auch einen Telefonjoker? Nee. Würde jetzt zu lange dauern, aber keine schlechte Idee. Vielleicht mal einführen für die Zukunft. Okay, ich lege mal los. Gesundheitssystem.
Das Beste in Europa, können wir stolz drauf sein. Ich finde es immer schade, dass darüber gemeckert wird. Ich arbeite gerne im Gesundheitssystem und es verdiente auch den Namen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sehen wir das. Ich bin froh, in Deutschland arbeiten zu dürfen und diesem System unterstützen zu dürfen. Kooperation. Das ist für mich der Schlüsselbegriff für die Zukunft. Ich weiß um meine Fähigkeiten, ich brauche immer einen Partner an meiner Seite. Also wenn wir uns da zusammenschließen und mit unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenarbeiten, haben wir Mehrwert betriebswirtschaftlich, aber auch aus Sicht der Kunden und Patienten. Wichtig. Familie? Oh, ist mein Anker. Also ich freue mich immer, abends nach Hause zu kommen und meine beiden Liebsten, wenn wir den Hund dazu zählen, meine drei Liebsten zu Hause zu haben. Ja, ist für alle wichtig. Passt. Ja, sehr gut. Haben wir schon häufig drüber gesprochen heute. Jens Spahn. Ich wohne im Westmünsterland. Jens Spahn kommt aus unserer Region. Ich verfolge ihn schon etwas länger in seinem beruflichen Werdegang. Ich finde ihn absolut charismatisch. Ich bin davon überzeugt, dass er der Mann an der richtigen Stelle ist. Ich hatte auch schon das Glück, mit ihm persönlich sprechen zu dürfen über meine Angelegenheiten. Er hat ein offenes Ohr. Ich finde, er bringt die Sachen nach vorne und er bezieht Stellung. Also er lässt sich da nicht weich waschen und ich finde es toll, dass wir ihn als Gesundheitsminister haben. Und ich hoffe, wir behalten ihn noch. Würde er vielleicht seiner politischen Karriere so ein bisschen entgegenstehen, aber ich kann mich deiner Meinung nur anschließen. VW Bulli T2. Oh, Olli. Jetzt will ich den Telefonjoker ziehen. Ich weiß nicht, ob das alle interessiert, aber du weißt, das ist ein schöner Ausflug gewesen, mit dem wir ja zur Studentenzeit in Köln waren. Ja. Oder die Waldfee. Ja, genau. Ich hatte jetzt gehofft, dass du in diese Richtung gehst. Wir haben auch, wir sind vielleicht eine kurze Erklärung. Christoph hatte eben früher dieses Auto und wir sind an der einen oder anderen Stelle nicht nur nach Köln mal gefahren, sondern eben auch zur Uni mit dem Auto. Schöne Erinnerung. Zukunftsmedizin. Ja, wir sind Teil davon. Also wir nutzen gerade eine digitale Möglichkeit, uns auszutauschen. Ich denke, die Corona-Zeit wird das Ganze nochmal beschleunigen. Eine wichtige Komponente wird eben in weniger Zeit mehr Fachlichkeit an den Patienten zu bringen. Und da ist das digitale Medium, sei es eine digitale Sprechstunde, digitale Anamnesefunktion, Beratungsfunktion, ein wichtiger Teil. Ich glaube, da geht die Reise hin. Unternehmer? Selbst und ständig. Ich mache es immer gerne, solange es die Berufung ist. Also wir müssen immer die Komponenten zusammenführen. Also jetzt ich aus meiner Perspektive das Sinnvolle tun und immer so den betriebswirtschaftlichen Fokus nicht verlieren. Denn alles im Sinne des Patienten ist sicherlich wichtig, aber da müssen wir halt auch gucken, dass das Finanzielle passt. Passt das nächste Wort ganz gut zu. Geld ist? Wichtig, aber nicht alles. Und zum Schluss das, was uns wahrscheinlich alle am meisten beschäftigt, gerade Corona. Ja, eine wohl unterschätzte Viruserkrankung. Ich bin immer wieder überrascht, wie schwer es offensichtlich ist, für die Menschen zu begreifen, dass wir eine lange Inkubationszeit haben, dass wir halt unter Umständen persönlich nicht richtig betroffen sind, also asymptomatisch sind und trotzdem anstecken können. Ja, beschäftigt uns, glaube ich, noch in Zukunft. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Christoph, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das Interview, dass wir das endlich geschafft haben. Ich glaube, ein Jahr haben wir fast gebraucht, damit das jetzt endlich funktioniert hat, aber vielleicht genau zur richtigen Zeit, weil man auch in dieser Zeit nämlich Menschen wie dich braucht, die das Ganze nach vorne bringen und die auch immer so ein bisschen mit motivieren und vielleicht auch mal, wie wir hier im Ruhrgebiet sagen würden, den Tritt in den Hintern verteilen, damit man vielleicht dann doch zur Bewegung kommt. Und wenn die Bewegung nicht zu uns kommt, dann kommen wir eben mit der Bewegung zu den Menschen und zu den Patienten. Danke, dass du dabei warst. Für alle die heute zugehört haben, zugeschaut haben, danke auch fürs Dabeisein. Denkt immer an eine Bewertung, iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns seht, hört oder dabei seid. Und eine gute, gesunde Woche. Bleibt zu Hause, bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat jetzt wie immer mein Interviewgast. Ja, ich freue mich da hoffentlich inhaltlich ein bisschen zu beitragen zu können, dass dein Podcast einen Mehrwert hat, auch gerade für die ärztlichen Kollegen. Bitte suchen Sie den Kontakt zu niedergelassenen Physiotherapeuten, Fitnesseinrichtungen. Also das Motto, was der Oliver gerade angesprochen hat, dieses Vernetzen, Kooperieren ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, jeder sollte sich auf seine Expertise verlassen können und das durchführen. Ich bin eben kein Mediziner, aber das Medikament Bewegung, wenn ich es verordnet bekomme von Ihnen, liebe Kollegen, traue ich mir durchaus zu, auch adäquat an den Patienten zu bringen. Dieses Vernetzen, Kooperation zu suchen,
selber Zeit damit zu sparen, wirtschaftlicher zu arbeiten. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ja, ich freue mich sehr. Olli, ich bin dir dankbar für diesen Podcast und ich hoffe, dass wir ordentlich geklickt werden, ein paar Daumen kriegen, wie man so schön sagt, Thumbs up. Ja, viel Erfolg. Ich danke dir, schöne Woche, gute Gesundheit und ja, bis dahin. Tschüssi.